Chat, ich habe eine Frage an euch. Habt ihr den neuen Gönnergy getrunken? Da sind drei kalte. Kaltgestellt wieder. Nein, 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 ja, gibt's die schon. Gibt's. Und jetzt besorge ich die. Bruder, was haben wir hier? Bitte. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Sag nichts Falsches. Du weißt, sage direkt Monte. Alles gut, Bruder. Walla, ich sag direkt meine Meinung. Wir haben hier die neuen Gönnergy-Sorten. Wir werden die jetzt live im Stream auch testen. Ich habe die auf TikTok, wie gesagt, schon getestet, aber nur einen Schluck. Wir brauchen einen Langzeittest. Das heißt, ich werde alle drei jetzt trinken. Wenn ich drauf gehe, ist Monte dran schuld. Wenn aber alles gut läuft, dann habt ihr von mir habt ihr dann die Garantie. Bruder, das Ding ist eiskalt. Ihr seht das auch. Guck mal, diese Verschwitzte, seht ihr das? Nur so dürft ihr Getränke trinken. Chat, bitte, hört auf, Sachen zu trinken, die nicht kalt sind. Trinkt doch direkt Tee. Wer denkt sich, ich trinke jetzt etwas warm und bewerte es dann? Dürft ihr nicht. Es muss eiskalt sein. Wenn ihr trinkt, ihr müsst Gehirnfrost kriegen. So kalt muss es sein. Wir gehen rein. Erster Geschmack, Juneberry Jam. Ist das ASMR oder übertreibe ich gerade? Oh. Morok, wie ist das gerade aber aufgegangen? Wie ist das gerade aufgegangen, Bruder? Das war eine perfekte D-Moll-Note. Diese Note war so perfekt, Bruder. Autotune hätte diese Note kaputt gemacht. Diese Note war so perfekt, wie dieser Deckel aufgegangen ist. Bei Alken und bei Rap LaRue, die werden direkt durchgekommen. Direkt bei beiden. Ohne Bewerbung. Wir gehen rein. Geruchstest. Ich zeige euch jetzt etwas. Ich habe den perfekten Vergleich. Dieser Vergleich ist so perfekt, ich bin gerade sogar stolz auf mich. Bruder, es riecht 1:1 wie das. 1:1. Wenn jemand, wenn jemand sagt, nein, stimmt nicht, ich schwöre auf alles, ihr seid Nichtsgönner. Wenn ihr sagt, stimmt nicht. Okay. Bismillah und rein damit, Freunde. Ihr müsst das direkt verteilen. Ihr müsst das auf den Lippen und auf der unteren Zunge. Überall im Mund muss einmal der Geschmack sein, weil eure Zunge hat so Geschmacksknospen, die sind überall. Hier süß, bitter, Urami oder wie das heißt, alles mögliche. Okay, das Ding schmeckt gut. Okay, das Ding schmeckt wirklich gut. Sage ich euch ehrlich, aber es ist halt nicht meins. Ich bleibe bei meiner TikTok-Meinung. Es schmeckt wirklich gut, no hate. Aber dieses Juneberry... Es gibt ja auch von Red Bull. Dieses Juneberry Jam catcht mich persönlich aber nicht. Es ist nicht mein. Es ist nicht meins. Es schmeckt aber gut. Ist es ein Schmackofatz? Es ist ein Schmackofatz. So ist nicht. Aber ihr müsst auch so überlegen. Ich trinke das gerade im Stream zum Testen. Hier ist Testen. Hier ist bei Aral Nacht stehen und da trinken. Deshalb. Hier ist Aral, hier ist jetzt nur kurz testen. Es ist ungefähr hier so. Würde ich vielleicht nehmen, wenn ich keinen Bock wieder auf Red Bull habe. Würde ich aber vielleicht so nehmen dann. Mit Walla-Garantie. Okay, wir gehen weiter zum nächsten. Meine Bewertung bleibt bei, ist lecker, aber nicht OC's Favorite. Weil ich bin jetzt schon ein leidenschaftlicher und meine Freunde wissen das. Walla, die wissen das und die verstehen es sogar nicht. Ein leidenschaftlicher Gönnergy-Exotik-Trinker. Jetzt der nächste, wir sollen nehmen grün oder orange? Grün, orange, grün, orange, grün, orange. Grün, weiß. Wo ist denn hier weiß, Mann? Okay, wir gehen zu grün. Seid ihr bereit oder seid ihr einfach nur... Ja, okay. Wir haben hier wieder die Dose. Die ist auch maximal groß. Also die ist schon riesig. Ich bin der Meinung, die ist schon so groß, die sollte als Brunnen zählen. Hier auch angeschwitzt. Seht ihr alles, ne? Angeschwitzt. Sieht geil aus, das stimmt. Die Farbe ist nice. Gibt mir so einen leichten Ben 10-Vibe. Seid ihr bereit für den ASMR-Test? Ja oder nein? Soll ich es wieder am Mikrofon machen oder soll ich ein bisschen entfernt machen? Soll ich hier machen oder am Mikrofon? Nein? Warum nein? Oh, Bruder! Oh, Bruder! Wie geil ist es, Dosen aufzumachen, ja? Fuck! Nummer 1 Top ASMR-Tester, ja? Europa und ASMR-Tester. Boah, wäre ASMR ein E-Sport, ich wäre der Leiter davon. Wir gehen rein. Das andere roch intensiv auf jeden Fall. Aber jetzt kommt wieder... Ey, Bruder... Bruder, wo war mein ganzes Potenzial? Warum mache ich TikTok-Videos? Ich muss eigentlich sowas bewerten. Guckt euch das jetzt an. Was für ein Beweis ich euch wieder ranhole. Bruder, das ist kein Zufall mehr, was ich hier mache. Die Koka-Dings. Weißes Wassereis, Bruder. Digga, der macht Wissenschaft. Wenn du das Leben nicht ernst nimmst, wirst du im Leben nie weit kommen. Merkt ihr das? Okay, es riecht nach weißem Wassereis.
Ich merke jetzt schon, es knallt nicht wie Juneberry in meinem Mund. Es ist nicht so wie Juneberry, weil Juneberry ist so ein Geschmack, der hat direkt Explosion. Aber der ist so ein, ich kenne diesen Geschmack von irgendwo. Wir haben uns im früheren Leben schon mal getroffen. Dieser Geschmack und ich haben etwas miteinander gehabt. Okay, ich habe meine Meinung. Ich habe sie. Die erste Sache, die ich jetzt schon direkt sage, den Namen hätte ich anders gemacht. Weil, guck mal jetzt, warte, wenn das jetzt einmal fokussiert, Wallah, ihr werdet stolz sein. Ging nicht, egal. Das heißt Sweet Lemon. Hätte ich vielleicht Lemon Bomb oder so genannt. Aber hätte ich das so genannt, hätte man mich eh boykottiert. Aber so Lemon irgendwas anderes. Weil Sweet würde ich jetzt nicht dazu sagen. Es ist so, es schmeckt gut. Aber es hat, dieser Name verwirrt mich, Sweet Lemon. Aber es ist wirklich. Und jetzt kommt's. Und Leute dann sagen, der übertreibt. Der macht das extra, weil er im Stream ist. Er macht das, um Montesiano zu lutschen. Halt's Maul. Es ist ein 7-Up Geschmack. Nicht Sprite, 7-Up. Wisst ihr, was ich meine? Diese andere, diese, das oft bei Lidl für 79 Cent im Angebot. 7-Up, aber nicht diese rote, sondern diese. Und du merkst, dass das so ohne Zucker ist. Du schmeckst das. Das schmeckt man. Weiß ich aber nicht, ob ich jetzt sagen würde sogar, das oder Juneberry sogar. Obwohl ich gesagt habe, Juneberry ist gar nicht so meins. Nur weiß ich halt nicht, ob ich das privat, und wir haben es gehabt, die Mathematik. Stream probieren, Aral Tankstelle im Sommer. Es wäre ungefähr hier so. Hier ist Juneberry, weil Juneberry wäre was anderes. Bochum Westpark oben mit Zänen und den Jungs würde ich vielleicht sogar das hier nehmen, weil die dann sagen würden, warum nimmst du das? Ja, Bruder, ich hatte heute keine Lust auf so ein Standardding. Aber das hier könnte man sogar beim Essen trinken. Das ist das Ding. Okay, ich bleib dabei. Das hier könnte man öfter trinken, wenn man will. Aber ist halt ein Energy. Hat Koffein drin, hat Taurin drin, hat alles mögliche drin. Montana Blacks Fußnägel sind auch drin. Tamam. Pack ich hier hinter. Gestern habe ich gesagt, das hier ist nicht so meins weiterhin, aber heute sage ich das hier. Merkt ihr etwas? Ihr müsst immer etwas öfter probieren. Und jetzt haben wir Gönnergy White Peach. Gönnergy White Peach. Ich werde jetzt reingehen in White Peach. Weißer Pfirsich. Oh, Bruder. Ey. Bruder, der Geruch kam hier schon. Habt ihr gesehen, wo ich meine Nase so gemacht habe? Hier ungefähr kam der schon. Walla, es ist immer noch dasselbe. Das ist krass. Das ist krass. Walla, Montana Eichel, das ist krass. Das riecht original, Bruder. Und ich hoffe, der Geschmack flasht mich heute wie gestern. Bruder, ich schwöre dir, 1:1. Ohne irgendetwas zu übertreiben. 1:1. Wie als ob ihr diese Trolley-Tüte gerade so bzzzt, aufgemacht habt. So riecht das. Chat. Lippen mitnehmen, untere Zunge mitnehmen. Zungenradius erhöhen. Ich bleib dabei, Walla, es ist krass. Es ist ernst gemeint, Bro. Walla, es ist krass. Besser als grün, 1000-mal besser. Das schmeckt wie Pfirsichringe und das ist krass. Walla, das ist krass. Seit wann ist denn ein Getränk Gelatine? Willst du mich verarschen? Das ist mit Abstand die beste Gönnergy-Sorte. Ist halt ein bisschen im Alltag nicht so sehr zu trinken, weil es sind, Bruder, das ist, was ist das, Bruder, wenn ich das trinke, guck mal, wenn ich das hier trinke, das geht bis hierhin auf jeden Fall in meinem Körper, so viel ist da drin. Es ist nicht zu 100% für den Alltag, aber wenn ich wieder an Aral Tankstelle, wenn ihr hier mit dem Auto reinfährt, hier fährt ihr rauf, läuft hier rein und hier ist irgendwo der Kühlschrank. So ein Geschmack. Würde ich mir holen, wenn heute ein besonderer Tag ist. Ich würde dem Ding, ohne zu übertreiben, in der Kategorie Special Getränke, dazu zählt Wasser und so nicht, Oluda auch nicht, weil Oluda ist Standard. Kategorie Special, so wie so Red Bull, Lila und so, das ist auch Special für mich. Würde ich dem eine 9 geben, eine 9,0 von 10. Dem Ding gebe ich heute eine 6,4, wegen Kategorie Special. Wegen Special. Es ist ein Standard, also Standardgeschmack. Deshalb würde ich sogar sagen, würde mich nicht wundern, wenn sich das als Standardgetränk beweisen würde. Wenn Monte irgendwann sagt, ey, es muss nicht immer Energy sein, wir machen Gönnlimonade und er bringt das hier als Sprite-mäßig raus, dann wird sich das safe durchsetzen, aber Kategorie Special 6,4. Und jetzt das hier, guckt mal, damit ihr versteht, warum ich das so sage. Ich habe gesagt, der ist nicht immer etwas für mich, aber Kategorie Special, das hier Juneberry, würde ich jetzt sogar eine 7,8 geben, 7,8. 8,0 dann, 8,0. Weil es schmeckt besonders. Es ist aber halt nicht zu 100% meins. Aber schmeckt gut.
Ja, was ich so sagen würde ist, diese Gönnergy-Dinger, also diese neue, die neuen Sorten, sind safe besser als die anderen drei. Also vom Drop her, wenn du das vergleichst. Einmal die, ist das besser. Obwohl der blaue und der exotische krass, Mann. Aber die sind krass. Und damit habt ihr auch die einzig richtige und gute, seriöse Gönnergy-Bewertung, Bruder. Ich werde jetzt mein Gönnergy hier reintun, auch wenn es aus Dose immer besser schmeckt. Aus einem Spider-Man-Becher trinkt man alles besser. Ich hab mich so konzentriert, Marank! Boah! Das war so krass! Habt ihr gesehen, wie ich hoch und runter gegangen bin? Bruder, Walla, das dürft ihr nicht haten. Sogar jemand, der mich haten würde, würde sagen, das war krass. Boah, hätte ich ein bisschen verschüttet, diese Tastatur wäre im Arsch. Ich könnte Stream nicht beenden. Ich müsste einfach durchgehen, Stream, bis die neue Tastatur kommt. Guck dir das an, ja. Schwarze Orchidee.